Vielleicht erfahren wir das aber auch erst am Ende. Was für ein Brief das ist. Okay, jetzt aber erstmal raus hier. Sebastian hat ja netterweise die Tür aufgelassen. Warte mal, war das hier? Ich meine, hier sind wir doch abgehauen, oder? Ja. Ja, da ist Sebastian. Okay, ich renne aber auch mal besser. Nicht, dass der Kettensägen-Typ gleich hinter uns ist. Und dann kam doch die fiese Falle hier vorne. Ja, natürlich. Oh nein. Natürlich, war ja klar. Muss ich hier... Nein, Gott sei Dank nicht. Komm, einfach weiter. Einfach nicht beachten. Ich spare mir besser die Sprintenergie. Warte mal, gerade mal warten, bis sie wieder aufgeladen ist. Nicht, dass ich die gleich brauche und dann ist die aufgebraucht. Das Problem hatte ich ja schon mal. Hä? Sie können tun, was Sie wollen. Sie halten mich nicht auf. Was zur Hölle? Okay, anscheinend hat er uns den Weg jetzt verbaut. Wir hätten ihn fast gehabt und dann hat er uns wieder zurück in die Anstalt, also in die, nicht in die Anstalt, sondern in die Mobius-Anlage gebracht. Aber wieso kann er das hier beeinflussen? Ich dachte, Rubik ist der Einzige, der hier Einfluss hat auf die Welt. Oh. Zum Geier. Na, klasse. Jetzt haben die auch schon Schrotflinten. Da ist wieder eine Axt. Wunderbar. Die kommt jetzt genau richtig. Also der darf uns auf keinen Fall sehen, sonst haben wir ein Problem. Okay, Axt holen. Was? Hab ich? Ach, ich hab schon eine. Okay. Sorry. Mr. Schnellmerker ist wieder unterwegs. Ja, ich habe eine. Gut. Ich wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen. So, nur erstmal gucken, nicht, dass er sich gleich plötzlich umdreht. Weil wenn der uns sieht, dann haben wir verloren. Wenn der einmal schießt mit seinem Dingen, dann war's das. Okay, die Zeit sollte hoffentlich langen. Immer so fies, wenn die sich so kurz um die Ecke drehen, ne? Das ist echt... Was zur Hölle? Das glaubst auch nur du, mein Freund. Genau. Sehr schön. Geil, Kidman. Na gut. Ich hab diese Scheiße satt. Ja, da hast du aber sowas von recht. Da gebe ich dir gerade sowas von recht. Sehr schön nachgeladen. So von unten so. Klack. Wie bei Terminator. So, komm her. Ich möchte die Axt aber trotzdem haben. Ich glaube, ich habe die jetzt nämlich verbraucht, oder? Na, wo ist die denn jetzt hin? Die ist gar nicht mehr da. Wie gemein. Ich hätte gerne die wahre Nahkampfwaffe, die hier war eben. Ach, da vorne ist noch eine. Okay. Ach, haben wir hier nicht? Ist das nicht... Das ist doch dieses... Na klar, das ist doch das Bürogebäude. Wo wir den einen da mit dem Telefon eingesperrt haben. Wir sind wieder zurück. Okay. Was habe ich denn jetzt alles an Waffen? Nahkampfwaffe. Ich habe eine Pistole mit 0 Schuss und ich habe eine Schrotflinte mit 5 Schuss. Okay. Ich guck mal, ob hier noch Munition drin ist. Ach, eine Flasche. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche keine Flasche, ich brauche Munition. Nur ich muss gucken, ob ich die Schrotflintenmunition nicht gleich noch brauche. Nicht, dass ich jetzt direkt aufbrauche. Da ist nichts mehr, okay. Hier können wir... Ich
gehe mal hier durch. Mal schauen, was mich auf der anderen Seite erwartet. Bis jetzt mal nix. Hä? Ich ist im Kreis gelaufen. Ja, sind wir. Ach, dann hätte ich da eben wahrscheinlich... Hä, was? Das ist jetzt merkwürdig. Okay. Dann muss ich doch da vorne durch. Okay, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Hä? Nichts? Hier können wir nicht durch. Warum? Ja, muss ich jetzt doch wieder nach unten? Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Da ist der Raum mit dem Dings. Ah, ich verstehe. Ich dachte gerade, es ist Leslie auf dem Boden. Tut er aber nicht, okay. Ja, dann. Kann ich das Ding nicht aufschlagen? Ach komm. Das hüpft doch hoch. Scheiße. Sehr nice. Komm her, Kollege. Na komm. Oh. Da verschießt die jedes Mal zwei Patronen. Na klasse. Na komm, 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 komm. So, Leertaste nehmen. Sehr schön. Ich glaube, der eine lebt noch. Kann ich den... Oh. Ah, verdammt. Ich habe daneben geschossen. Die lädt mir zu langsam nach. So, hat hier einer noch Munition gedroppt irgendwie? Ich muss mal gerade meine Gesundheit regenerieren. Ich habe nur noch einen Schuss. Ja, ist so eine Doppelläufe. Die verbrennt direkt beide Munitionsläufe mit einem Schuss. Komm, 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 komm. Gut. So, hat hier noch eine Munition für mich? Zufällig. Ich habe leider einmal daneben geschossen. Hatte hier aus dem Automat. Kriegen wir da noch Munition raus? Nee, schade. Aber hier können wir noch durch. Vielleicht finden wir hier noch Munition. Nee, leider nicht. Hier kann man sich nur verstecken. Schade. Aber ich glaube, wir nähern uns mit Riesenschritten dem Finale. Okay, ich habe noch einen Schuss habe ich noch. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Munition hier oben oder so. Ich muss mal gerade... Taschenlampe. Da ist Munition. Ah, und da sind die schon wieder. Das war knapp. Ich habe eine Axt habe ich noch, ne? Pass mal auf. Ich glaube, wir schalten den mal mit der Axt aus. Weil die Viecher, die platzen, die kann ich ja gleich ganz einfach ausschalten, indem ich die wieder zu mir locke. Ach komm, ist das nicht euer Ernst? Hier, weißte. Sorry, Leute. Das war jetzt aber wirklich sehr merkwürdig. Manchmal ist das mit dem Anschleichen echt sehr tricky. Okay, vielleicht kann ich mich ja jetzt mal ein bisschen besser anstellen. So, erstmal hier guten Tag sagen. Nein, nein, pfui, aus. Ich dachte, die hat schon nachgeladen. Warum, 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 warum lädt die denn nicht direkt nach? Ich verstehe das nicht. Ich hätte die jetzt gerade so geil haben können. Okay, nochmal. Vielleicht sollte ich auch von hier schießen. Warte mal, wir schießen mal von hier. Vielleicht bringt das ja was. Vielleicht habe ich dann genug Zeit. Ich sehe gerade, das ist auch nur eine Einschuss-Einlaufwaffe. Kann man wunderbar Einläufe mit verteilen.
So, habe ich den? Da sind zwei. Komm, der muss doch zum Machen sein hier. Gut, ein Schuss noch. Der muss sitzen. Jo. Gut, eine Patrone kriege ich noch, oder? Ja, eine. Ich dachte eben, die hat zwei Läufe und die feuert beide ab. Nee, die hat nur einen. Ich habe jetzt gerade durch Zufall gesehen. Tja. Habe ich denn überhaupt noch eine Axt? Ich habe gar keine Axt. Okay, dann ist... Ich dachte, ich hätte noch eine. Ach nee, die habe ich ja eben verbraten, fällt mir gerade mal ein. Gut, ich brauche trotzdem die Munition. Dann schieße ich den einfach über den Haufen. Ganz ehrlich, dann schieße ich den einfach über den Haufen. Und dann ist egal. Jo, ich habe den da hinten, glaube ich, auch noch fast erwischt, oder? Moment. Komm mal her. Ja, perfekt. Der lebt auch noch. Na, toll. Munition kann ich sehr gut gebrauchen. Da liegt noch einer rum. Ich gucke mich jetzt erstmal nach Munition um gerade. Dafür gehe ich auch nochmal gerade auf die Taschenlampe. Oh, da ist noch was. Ach, Flasche. Ich brauche keine Flasche. Ich brauche Munition, Munition, Munition. Ist leider keine mehr. Gut. Da liegt auch keine mehr rum. Naja, gut, dann einfach hier durch. Kontrollpunkt. Na, Gott sei Dank. Ah, hier ist noch Muni. Direkt zwei, okay. Dem weiche ich besser aus. Ich kann hier nicht so schnell laufen. Weil die können ja verdammt schnell krabbeln. So, da geht es nirgendwo weiter. Das heißt, wir gehen hier lang. Komm, mach. Nein. Schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, wie weit der hinter mir ist. Schwein gehabt. War der hinter mir? Keine Ahnung. Schon wieder ein Kontrollpunkt. Ich weiß, wo wir sind. Wir laufen gerade kontinuierlich Sebastian hinterher. Lalalala. Ich bin nicht da. Ich will ausnahmsweise mal... Oh, oh. Verdammt, falsche Waffe. Nein. Mist. Scheiße. Ich wollte eigentlich mit der Schrotflinte schießen. Ah, Mist. Das ist aber auch so blöd, dass sie jetzt auf den F4-Tasten liegen. Also das ist so Quatsch einfach nur. Weil da muss man echt eine Verrenkung machen mit seinen Fingern. So, komm her. Jetzt Pistolenmuni, beziehungsweise Schrotflintenmuni. Dann schießen wir den über den Haufen. Der hinterlässt auch nochmal Muni. Wunderbar. Laden schon mal nach. Jetzt einfach nur weg hier. Scheißegal, ob mich jetzt hier einer gesehen hat. Tschüss. Ich lasse die jetzt einfach hier liegen, die Zombies. Mir egal. Wer mir im Weg ist... Oh. Wird über den Haufen geschossen. Halt, scheiße. Ach komm, scheiß drauf. Weg, 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 weg. Einfach weg. Laufe ich hier richtig? Ich glaube, ich laufe hier in eine Sackgasse, oder? Ich laufe doch hier bestimmt in eine Sackgasse. Natürlich... Natürlich! Boah, sind da viele. Nee, die mache ich auf keinen Fall alle platt. Wir rennen einfach weg, glaube ich. Das ist mir jetzt egal. Mein Gott, was fails hier am Ende jetzt? Meine Fresse. Das ist allerdings auch nicht die beste Waffe hierfür, sage ich ganz ehrlich. Die ist langsam, die ist einfach nur für sowas hier ganz, ganz schlecht geeignet. Komm, komm, komm. So, erstmal den hier über den Haufen ballern. Nachladen. Dann hier vorne kommt gleich einer an der Leiter. Gute Nacht. Was?
Ich habe den voll getroffen. Ich glaube, es hackt. Ich habe nicht nachgeladen. Ja, von der Leiter runter. Ja, natürlich. Natürlich. Ist klar, ne? Freunde, langsam. Langsam nervt's. Eieieiei. So, mal schon mal die Schrotflinte wechseln. Vor allem, ich habe den eben voll ins Gesicht geschossen, aber der ist nicht gestorben. So, Freundchen. Hier mal. So, der muss jetzt sitzen, der Schuss. Das muss doch klappen hier. So, nochmal. Voll ins Gesicht. Aha. Nachladen. Nachladen, Kidman. Nachladen. So. Nachladen. Ich weiß nämlich, dass die... Oh, da wäre Muni. Die muss ich haben. Tut mir leid. So. Ah, Mann. Okay, Munition. Sie hat zum Glück selber nachgeladen. Kann ich... Nein, da kann ich nicht durch. So, mir egal. Der kann da nicht durch, ne? Ne, ich glaube nicht. Ne, du auch noch? Kommt die jetzt auch noch? Komm, 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 komm. Ich glaube, da kommt... Die Kollegin von... Alter, der Schrei gerade, das war dieser Mara für Arme, oder? Rubiks Schwester war das gerade. Ich bin mir unsicher. Ich könnte schwören, dass ich... Dass sie das gerade gewesen ist. Alter, was geht denn hier jetzt bitte ab? Ich frag schon gar nicht mehr bei dem Spiel hier. Obwohl, dieser Schrei kann auch von... Sehr enttäuschend, Kid. So eine einfache Mission und sie machen Probleme. Zum Glück für uns gibt es immer einen Plan B. Nicht alles, was sie von uns bekommen, nützt ihnen. Die Infusion. Was haben sie mir gegeben? Wir mussten wissen, ob man im System überleben kann. Aber wir wollten niemanden von Wert riskieren. Sie sollten uns mit hineintragen. Und hier bin ich. Schön. Nein. Es ist Ruvik. Er macht das alles hier. Ist schön, dass der Kollege jetzt hier drin ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl... Warte mal, ich glaube, wir müssen ihn aufspüren, oder? Der versteckt sich doch jetzt irgendwo hier in dem Nebel. Oder muss ich... Warte mal, hier bin ich durchgekommen. Da vorne ist noch eine Tür. Warte mal. Oder muss ich einfach raus? Ich kann ja nicht raus, okay. Ich wollte schon sagen, seit wann kontrolliert der denn alles? Das ist doch Ruvik, der hier alles kontrolliert. Können wir nicht hin? Weil der Meinung war ich die ganze Zeit auch. Toll, hier kann ich auch nicht lang. Hä, was muss ich denn hier machen? Warte, warte, warte. Wir gucken uns mal hier um. Da ist nichts. Durch die Tür, durch die wir gekommen sind, kann ich auch nicht durch. Und hier vorne. Hier bei dem Tor. Ah, alles klar. Okay, ich dachte schon, wir haben jetzt einen Endkampf vor uns oder so. Okay, die U-Bahn. Ein Speicherpunkt, ich fasse es nicht. Hier kommt ernsthaft ein Speicherpunkt. Ich weiß es nicht, ob das der letzte Speicherpunkt sein wird. Keine Ahnung. Gut, Leute, ich mache jetzt an der Stelle nochmal eine kleine Aufnahmepause. Und wie immer sehen wir uns dann gleich wieder oder in der nächsten Folge. Bis dann.